Sagara Gandhasana, die Stellung des Yogameisters Saragandha. Rafaela zeigt, wie es geht. Von der sitzenden Stellung ausgehend, gib ein Bein hinter den Kopf und dann das andere Bein hinter den Kopf. Und dann falte die Hände auf dem Boden vor dir und entspanne dich. Sagara heißt wörtlich Ozean, Ganda heißt Geruch. Man könnte sagen, es ist der Geruch des Ozeans, aber es bezieht sich auf einen großen Meister namens Sagara Ganda, der zu den 84 Nath-Siddhas gehört, die 84 großen Yogameister der Natha-Tradition. Diese Stellung gehört natürlich zu den fortgeschritteneren Stellungen. Sie kultiviert die Flexibilität der Hüftgelenke sehr stark, ist gut, um den Lotussitz lange Zeit halten zu können und führt auch zu einem nach innen gehen des Geistes. Dieses Sagara Gandhasana hilft Pratyahara zu üben, das heißt die Sinne nach innen zu bringen und den Geist zur Gemütsruhe zu bringen. Auch eine sanfte Massage der Bauchorgane, vor allem der tiefen Bauchorgane und deshalb gut sowohl für den Darm wie auch alle Ausscheidungsorgane. Die Stellung hilft auch, die Energie im Muladhara und Svadhisthana Chakra zu sublimieren. Mehr Informationen über dieses Asana und die anderen Asanas der 84 Natha Siddhas auf unserer Internetseite wiki.yoga-vidya.de.